Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Podcast. Böse Menschen würden sagen, vielleicht der letzte, vielleicht viel mehr kommt hier nicht, man weiß es nicht. Mal sehen, was die Zukunft so bringt. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und an meiner Seite der großartige Alpha 87 LP. Und was wird jetzt dieses Mal eigentlich nochmal in so einem E3 Review Abschluss, was auch immer, wie man es nennen will, machen wollten, ist, ja, wir wollten mal auch unseren Senf dazu geben. Jetzt hat Microsoft auf einmal umgeschwenkt. Ja. Alle sind glücklich. Außer natürlich irgendwelche Leute, die jetzt schon wieder rumnörgeln und sagen, folgende Features werden jetzt nicht mehr unterstützt. Mein Gott, tut ihr mir leid. Aber ich denke, da frage ich mal den größten Xbox-Veteranen, der mir so einfällt. Ihr, wenn schon den größten Consolero. Nein, Quatsch. Also, klar war das eine Meldung, die mich überhaupt jetzt nicht erschüttert hat. Ich hab's kommen sehen. Ich denke, da draußen haben's viele auch kommen sehen, aber ich vermute das auf eine ganz andere Art und Weise, als das öffentlich erstmal bekannt wurde. Wenn ich da einhaken darf, also ich habe damit nicht gerechnet, ich fand das wirklich, als das irgendwie rauskam, und es kam ja dann auch wieder, ja, da ist immer das heißgeliebte, der neue Rhetoriktrick, die Salami-Taktik, du machst einen Schritt, dann machst du den nächsten, dann machst du den nächsten, statt dass man irgendwie alles macht, sondern immer jeden Tag irgendwie neue Features. Wenn man sich vorstellt, eigentlich habt ihr jetzt mit der One jetzt mal diese Family-Funktion und die Cloud-Funktion und diese jetzt alle rundfahren, weiß ich nicht. Ich weiß sowieso nicht, ob man das jetzt unbedingt haben muss. Ist ganz nett. Aber im Prinzip habt ihr, wenn die so weitermachen, und im Augenblick, jetzt haben sie den Region-Lock ja auch rausgenommen, habt ihr mit der One die gleichen Features, die ihr auch mit der PS4 habt. Außer, dass das Ding noch ein 100er teurer ist. Ja, also gut, ein 100er, wie gesagt, stört mich jetzt selber nicht. Ich meine, als Konsole, als neue Generation, ich meine, 500 Euro ist ja immer noch ein Schnäppchen. Mhm. Also vergleiche ich das jetzt mal mit, ne, Generation 7. Dann war ein bisschen preisunterschiedlich viel. Aber das mit dem Region Lock und ihr könnt Gebrauchtspiele wieder spielen. Das heißt, ihr könnt sogar bei eurem Kumpel nebenan gehen, ihn auf die Fresse hauen, das Spiel nehmen. Nein, Quatsch. Ausleihen natürlich, ganz normal zocken. Geht alles. Also meinst du, zocken auf dem Schulhof geht's jetzt wieder? Natürlich, aber nicht direkt am Tag 1. Also sprich, für alle Leute, die jetzt kein Internet haben, ist das ein bisschen schlecht. Weil sobald man es gekauft hat, einmal updaten, dann ist alles wieder okay. Genau. Der sogenannte Day-One-Patch, man muss aber dazu sagen, das haben sie ja auch aus, ich meine, die haben ja so vieles aus der PC-Welt übernommen. Ihr habt ja immer noch Sachen, die, egal ob es einen Online-Code gibt oder was auch immer, die irgendwie mit Sicherheit einmal nach Hause funken. Und im Prinzip macht das Ding eben auch. Also wenn man so will, Apple mit seinen iTunes macht das ja genau das Gleiche. Du kannst ja auch kein Gerät betreiben, ohne dass er einmal nach zu Hause anruft. Und das ist ja eben das Gleiche in grün. Aber ihr habt natürlich viele andere Sachen, um die wir eigentlich gekämpft haben und wo mich eigentlich persönlich auch immer sehr angewidert war. Aber das haben wir. Also ich meine, das ist keine falsche Entscheidung. Ist, was ich noch nicht abschätzen kann, das wird man ja sehen, was das an Verkaufszahlen Weihnachten heißt, ob das nicht vielleicht schon zu spät war, ob die jetzt trotzdem schon ihren Ruf zerstört haben. Aber gut, mit Windows 8 sind sie auf die Schnauze gefallen. Ja, mit der One in letzter Zeit wohl auch. Ja, ich meine, die wollen auch irgendwann noch schwarze Zahlen schreiben, sagt man. Ja, natürlich. Also ich meine, im Netz liest man ja, klar, die haben, na, als das die Änderung kam, haben sich viele Xbox-Fans natürlich auch gefreut. Genauso wie ich. Ich habe mich natürlich auch gefreut. Also ich war mir wirklich sicher, pass auf, da wird noch was passieren. Weil, klar, die Community hat gemeckert, logisch. Mhm. Ich denke aber, dass jeder, der sich so intensiv beschäftigt in Sachen Konsolen, wie ich es tue, der weiß eigentlich, dass es jetzt nicht allein nur die Kraft der Community war, die das bewältigt hat. Denn ganz ehrlich, das findet man auch im Internet zu lesen. Die Entwickler der Xbox oder die Chefs, wie der eine, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, der Chef, der da oft zu sehen war, der wusste ganz genau, wenn die Xbox so präsentieren, wie sie es wurde, die wussten ganz genau, es geht nach hinten los. Da widerspreche ich, weil ich glaube nicht, also die treten ja eigentlich alle an und versuchen sie so gut wie möglich zu verkaufen, was sie ja auf der E3 schon mal besser gemacht haben als auf ihrer TV mit Hund Präsentation vor ein paar Tagen. Aber es ist ja Ziel der Übung, dass du die Konsole kaufst, und dann sagst du ja eigentlich nicht, was die Konsole nicht kann.
Und man hat es ja auch gesehen, bei der E3 haben sie das ja alles weggelassen. Und da war der Shitstorm eigentlich schon unterwegs. Also ich glaube nicht, Doch, die wussten das. Die wussten das. Also laut dieser Internetseite, die ich das ja, ne, also ich habe da ein bisschen gelesen und laut der Seite, wie er die Stellungnahme, ich denke mal, wir haben ja den kleinen Witz mit der Pressesprecher ja gemacht, ne? Dass sie ja den Text ja aufgeschrieben kriegen, ne? Ja. Wahrscheinlich wurde der jetzt gefeuert und jetzt kam ein neuer und sagte, komm, red einfach nach Freischnauze. Keine Ahnung. Aber ich fand das super. Er hat gesagt, ja klar, als die Entwicklung kam und dann beschlossen wurde, pass auf, wir wollen so und so die Xbox haben, die wussten ganz genau, es kommt ein Shitstorm. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das mag sein. Er hat es nur so gesagt. Ich kann es jetzt nur so sagen, wie er es zitiert hatte in dieser Seite. Ja, also er wusste es. Vielleicht nicht in solchen Art Dimensionen. Also ich bin immer noch der Meinung, und das wird uns wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich keiner sagen, weil wir wissen alle, die ganzen Pressekonferenzen oder bei der Gamescom ist es ja mal bekannt geworden, oder damals, als sie noch eben in Leipzig war, dass die sich natürlich irgendwie vor am Abend irgendwie alle treffen auf ein Sektchen, ne, so Stößchen. Mhm. Und da sitzen sie dann alle. Das heißt, die sich dann am nächsten Tag, so wie bei Parteien das ja auch mal gleich ist, am nächsten Tag wieder auf die Fresse hauen, sitzen die da alle und quatschen. Und ich bleibe immer noch dabei, dass Microsoft das, was Ubisoft, Activision, wer noch alles wollte, auch genauso durchziehen wollte. Und aufgrund der ganzen Geschichte, ich meine, ist ja immer lustig, wir haben das ja im Vorgespräch ja auch mal gehört, als du ja auch vom Kollegen erzählt hast, dass der das von Ubisoft gar nicht wusste. Ja, die haben unglaubliche Amnesie teilweise. Also früher war es immer hier alle bösen Raubkopierer, böse Gebrauchtspieler. Und dann irgendwann, ach nee, wir sind doch Gamer. Ja, und das meine ich ja, weil ich denke eigentlich, das war dieses ne, so ein Effekt, sage ich mal, wie EA das mal hatte mit ihrer tollen System, wie hieß das System nochmal, was sie jetzt abgeschafft haben. Pass. Ja, sie haben ja einen Online-Pass. Origin hast du ja immer noch. Ja, diesen Online-Pass halt, ne? Wo auch jeder wusste im Vorfeld, das wird nicht gut laufen. Und am Ende hatten die Community recht gehabt. Kam ja auch so überraschend, wie Weihnachten für EA. Jedenfalls so ist das auch wahrscheinlich mit der Xbox. Die wussten eigentlich genau, das wird ein bisschen in die Hose gehen. Und klar, du sagtest ja schon, Anspielung, ne, böse Gebrauchtmarktspiel. Ich glaube, die wollten das einfach auf die Next Gen haben. Die haben sich gefügt. Dann kam dieser Netzkrieg, ne? Die Publisher wollten es so, dann sagen die Publisher, nee, wir wollten es nicht so. Ja gut, wenn die es nicht so wollte, dann können wir es ja ändern, dann würde es ja den Publisher ja nicht stören. Also für mich kann man so ein kleines Hintertürchen, dass die Microsoft gesagt hat, die Firma, so Publisher, jetzt geben wir euch damit einen auf die Fresse. Wenn ihr sagt, ihr hattet nichts damit zu tun, dann würde es euch ja auch nicht stören, dass wir das ja auch eröffnen. Ich nenne es mal Hintertürkrieg. Ja. Klingt jetzt doof. Ne? Also ich sag mal so, was ich immer so schön sage, das sind alles keine heiligen Unternehmen. Nee. Also dieser ganzen Fanboy-Unsinn, den kann man sich sowieso an. Das sind alles harte Wirtschaftsunternehmen. Und irgendwann in der Kette kommt dann mal der Kunde, der Gamer, der was auch immer. Richtig. Es gibt mit Sicherheit eine Menge Leute, die da auch noch mit Leidenschaft dabei sind, ohne Frage. Aber ich sage mal, diese bekannten Anzugsträger regieren da schon ganz gewaltig. Und wenn sich etwas nicht rentiert, das ist ja auch das, was man auch wieder mit der E3 gehört hat, da waren dann so auch wieder so schöne Aussagen. Ich finde das immer so großartig, wenn dann so die großen Weisheiten kommen, als ob wir die nicht erst seit gestern wüssten. Ja, aber so wirklich Kreatives und Risikoreiches wurde da nicht gemacht. Natürlich wird das nicht gemacht. Warum gibt es in Filmen 80.000 Sequels zu jedem gottverdammten Scheiß? Weil die in der Meinung sind, so, das Konzept funktioniert, das Konzept hat einmal funktioniert, dann funktioniert es auch zweite, dritte, vierte, fünfte, 16 Mal. Und wenn ich da irgendwie eine billige B-Produktion mache, die wissen, es wird zu einem gewissen Teil verkauft. Deswegen ist ja auch so die Geschichte, ein Lizenzspiel muss auch nicht gut sein, sondern er muss einfach nur Lizenz drauf sein. Irgendwelche Trottel kaufen sich das trotzdem. So wird ja auch produziert. Deswegen sehe ich das jetzt mal weg vom Konsumenten, der ich ja bin, versuche ich das in der wirtschaftlichen Seite zu sehen. Es ist so knallhartes Geschäft. Man muss ja auch die andere Seite ja sehen. Klar, es ist für uns Gamer schön, wenn sie was Tolles machen, wie zum Beispiel jetzt Sony-Beispiel, Origin Lock, also es gibt kein und Spiele ausleihen und. Ja, aber auf der anderen Seite, man muss das sehen, das sind so Geschäftsleute. Die müssen erstmal
ganz krass an ihren Arsch denken. Mhm. Die müssen Leute bezahlen und nicht gerade 5, 6, 10, 20. Die haben ja weiß Gott wie viele Leute. Und natürlich die Chefabteilung. Alle wollen Kohle. Genau. Wobei man natürlich bei Microsoft und Sony im Gegensatz zu Nintendo natürlich immer sehen muss, eigentlich, ich weiß nicht, wie hoch der Anteil von Microsoft ist, keine Ahnung, müsste man wahrscheinlich die Bilanzen sich angucken, wie hoch dieser Anteil dieser Xbox-Department überhaupt ist, ob das vielleicht bei denen auch so ein marginaler Teil ist, weil bei Sony der PlayStation-Teil, was man ja auch mal den Leuten sagen muss, das sind ja immer so diese Sony-Fanboys, die da immer romantieren, das ist so ein minimaler Teil von diesem Weltkonzern. Ja. Böse gesprochen, das ist für die ein Abschreibungsobjekt. Das ist für die einfach eine Möglichkeit. Und deswegen können die ja auch, wenn die wollen, was sie ja wahrscheinlich auch tun, dass sie den Preis wegdumpen, den Markt wegdumpen. Und die können bis zu einem gewissen Punkt auch rote Zahlen nehmen. Weil die eben natürlich andere Teile haben, die das Unternehmen, die das quersubventionieren. Wenn Nintendo grundsätzlich rote Zahlen schreibt, und das geht ja jetzt langsam bei der Wii U auch in eine falsche Richtung, da können wir vielleicht auch nochmal den schönen Satz reinmachen, da hat sich ja Nintendo jetzt endlich mal selber die Zahlen angeguckt, was ja auch ganz hilfreich war. Wenn die lange Zeit rote Zahlen schreiben, um es ganz klar zu sagen, dann sind die weg vom Fenster. Bei den anderen beiden ist das noch ein anderer Punkt. Das heißt also, die können sich noch eine richtig blutige Schlacht liefern. Und ich habe ja eine PS4 vorbestellt, das habe ich ja schon gesagt, und eine One würde ich dann auch vorbestellen, wenn die tatsächlich noch ein 100er runtergehen, weil dann sind die gleich auf. Und dann muss man sagen, ist das Start-Line-Up, was Microsoft hat, sogar besser. Das muss man dann auch noch sagen. Ja, natürlich. Ich meine jetzt, wie gesagt, diese 100er stört mich ja jetzt nicht persönlich. Ich meine, klar wird die PS4 bei mir natürlich auch irgendwann hier stehen, ist ja logisch. Ich meine, ich muss das machen. Aber so an sich bin ich jetzt als Gamer total zufrieden, dass es jetzt so gekommen ist. Klar, Community, dass die so einen Shitstorm gemacht haben, dass die Beschwerden geschrieben haben, finde ich auch super. Ich meine, da kannst du sehen, die haben einen Scheißstart hingetan. Die ist 100 Euro teurer und, eigentlich negativ alles gesprochen. Trotzdem kann man sehen, machen sich Xbox-Fans die Mühe, sitzen sich hin und schreiben eine E-Mail. Nein, das ist ja auch richtig. Also die 360 hatte ja auch eine sehr starke Community, das darf man nicht vergessen. Ja. Und ich sag mal auch so, zu Zeiten von Sega und der Dreamcast und was weiß ich, was für alle Systeme sind, die da alle irgendwie ganz böse gefloppt haben, wo dann irgendwie alles schief ging, natürlich gab es da immer Fans, die was getan haben. Und jetzt ist natürlich auch ein bisschen durch jetzt die neue Struktur des Internets, und man sieht das ja, ne, Grüße nach Brasilien, die keine Lust haben auf ihre Großveranstaltung und wissen, hier wird irgendwie Geld sinnlos rausverpulvert. Die sind alle auf der Welt Gott sei Dank nicht mehr so doof und die lassen sich als Kunden auch nicht mehr was gefallen. Der Deutsche hatte ja immer das Image, setzt dem irgendwas vor, der frisst das eh. Gott sei Dank mittlerweile auch nicht mehr. Nee. Und der Ami hatte immer schon diesen Spruch, vote with your wallet, also stimm mit der Geldbörse ab. Also, ne, der hat auch wie schon ein gewisses Limit, was zum Beispiel hier keiner sich vorstellen kann. Die holen sich auch nur bis zu einem gewissen Rahmen Fernseher. Das heißt also, deswegen gibt es auch in Amerika ein gewisses Preisverhältnis, wo wir hier von träumen können, weil der Ami sagt einfach, wie schon gesagt, wenn ich hier, ne, ich will kein Auto kaufen, ich will einen Fernseher. Preis runter. Und das finde ich auch gut so. Und das Einzige, und das kannst du mir mal erklären, was ich nicht verstehe, also ich verstehe es wirklich nicht, jetzt hat ja Microsoft eigentlich nach meiner Meinung richtig gemacht und ist richtig gegangen. Jetzt haben sie zwar natürlich irgendwelche Features wieder weggenommen, aber das sind so Features, die sie weggenommen haben, na, weiß ich nicht, die sind für mich uninteressant. Also das würde mich nicht schocken. Ich weiß, der eine oder andere mit der ganzen Familiengeschichte und das kann ich noch verstehen, dass der eine immer noch ein bisschen mit der Nase rümpft. Aber das heißt ja nicht, wenn ihr fleißig nicht Mails schreibt, dass das nicht auch trotzdem draufkommt. Ne? Sie sehen ja, sie können sich wandeln. Aber jetzt ist das, was ich nicht verstehe. Jetzt haben die das geändert und jetzt kam sofort wieder die Gegenreaktion. Ich weiß nicht, ob es einfach, vielleicht sind das auch gekaufte Leute, die dann rumgenörgelt haben. Das kann ja nicht sein. Warum wurde denn das alles zurückgefahren? Es ist in die richtige Richtung gegangen, nach meiner Meinung. Oder sehe ich was falsch? Nee, es ist ja auch in der richtige Richtung gegangen. Es ist aber auch, ich denke, das ist seitens nicht der Fans. Vielleicht, klar, gibt es welche, die das vielleicht haben wollten. Also jetzt nicht spezifisch. Also es hat um Original Beispiel und so weiter. Davon jetzt nicht. Ich denke mal, es geht um die Funktion an sich. Aber ich denke, wie gesagt, ich behaupte mal, für Publisher ist das jetzt ein kleiner Schlag in die Fresse. Weil
es kommt ja denen zugute mit den Funktionen, was die Xbox One jetzt vorher hatte. Das muss man jetzt sagen. Es kam denen wirklich positiv zugute. Jetzt natürlich versucht man da vielleicht ein bisschen, naja, selber als Fan da irgendwie oder sich als Fan auszugeben oder weiß Gott was. Ich will jetzt keine großen Theorien jetzt herstellen. Das ist jetzt, ne, wollen jetzt da nicht rumspielen wie bekloppt. Aber es ist gut, es kann ja sein, dass da irgendwelche gibt, die das sagen, hör mal, die waren damit wirklich sehr zufrieden, wie das ist. Vielleicht, was weiß ich, große Kontrolleure von Eltern oder weiß Gott was. Es gibt ja immer irgendwas. Ich meine, die sind in die richtige Richtung gegangen. Genauso wie das, was ich vor ein paar Tagen gelesen habe. Da hat sich, haben sich auch Leute beschwert, dass die PS4 nicht diese Funktion hat. Mit der Region Lock. Speziell nur Region Lock. Weil manche es nicht gut fanden, dass Spiele man aus Japan holt. Was natürlich total logisch ist, weil als Konsument möchte ich natürlich selber auch mich einkasernieren. Also, ich sag Nee, mal so, weil bei der, japanische Games sollten wohl gefährdend sein, wegen der Anspielung von Sexualität. Ja, Das war da. ein Grund. Jetzt, da habe ich mich auch gefragt, hör mal, war das jetzt einer wirklich, der das ernst meint, oder war das irgendwie aus irgendwelchen Ecken, der so nur tut, als wäre er ein Fan? Also ich Ich meine, das kann, war für mich auch ein ganz blödes Argument. also ich kann jetzt nur diese, das ist natürlich für mich der größte hohle Mist. Das ist genauso, das ist Gott sei Dank mittlerweile auch verstummt. Es gab mal eine Zeit, das kann ich ja mal ein bisschen so aus der PC-Welt erzählen, als so diese Geschichten gab, wo die, ihr kennt das vielleicht noch, die Indexlisten rauf und runter langsam voll wurden. Das war nicht nur in der C64-Zeit so, sondern das gab es auch am Anfang der PC-Zeit. Da wurde da eigentlich fast alles auf den Index gesetzt. So, und dann ging es dann natürlich auch ganz schnell los, weil bei uns ist ja so eine widerliche Tradition. Selbst geschnittene Sachen wurden dann indiziert und dann natürlich auch noch auf einen höheren Status gesetzt, damit es dann also, ne, vollkommen absurd ist. So, und dann haben natürlich viele Leute dazu gehört, die auch gesagt haben, ja, komm, also was soll das? Es ist Zensur und, ne, für Leute über 18 macht das keinen Sinn. Dann kamen auch schon diese Experten, die sagten, ja, aber da wird die Jugend geschützt. Die Jugend ist unter 18. Vielleicht für die Leute, die neu sind in diesem Land. Das war Punkt 1. Punkt 2 war dann, ja, aber das ist doch hier auch, das finde ich dann auch immer schön, das reduziert dann Gewalt oder Verrohung der Moral und Ethik. Uninteressant, dafür sind Videospiele nicht da. Moral und Ethik gibt's Bildungssysteme, Schulsysteme, Familie. Nicht die Unterhaltungsbranche, meine persönliche Meinung. Und dann kam auch noch das nächste, und das war das dritte, und das war dann der vollkommene Ruhm. Ja, aber das ist doch auch okay, dass es das gibt. Das ist Gott sei Dank mittlerweile alles weggeklungen. Deswegen weiß ich nicht, ob das einfach nur gekaufte Lobbygruppen sind, weil wir wissen es ja auch im Bereich, was weiß ich, von Pharmazie oder überhaupt von anderen Sachen oder zum Beispiel hier auch wieder ein Thema war, wieder mit Energiewesen, dann habe ich das Gefühl, da kauft man sich irgendwie 10 Studenten, die nichts anderes machen, als das Internet vollposten mit irgendwelchen Infos. Und so kam mir das jetzt auch vor. Und bei Microsoft fand ich es total unlogisch. Da waren dann also wirklich Leute, und ich bleib dabei, die können eigentlich nur gekauft sein, weil es kann ja nicht sein, dass das ein schlechter Punkt ist. Die haben sich ja jetzt dahin gegangen, wo sie auch hingehen sollen und was ja auch sinnvoll ist. Und dann standen da wirklich, ich habe die Kommentare ja auch gesehen, irgendwie dann haben sie da die ganzen Leute, die dann Videos dazu gemacht haben, wirklich als, ja, hier Nestbeschmutzer und ihr macht Xbox kaputt, wegen euch müssen die alles ändern, das kann doch nur schlecht werden. Und da dachte ich mir, so viele Idioten kann es auf dem Planeten ja auch nicht geben, weil, also ich kann ja noch verstehen, wenn irgendeiner sagt, komm, hier die und die Features, die wollte ich auch gern haben, wegen euch gibt's die nicht. Kann ich verstehen, aber dafür hast du jetzt andere Features, die es vorher nicht gab, du Pfeife. Also, ich verstehe es nicht. Ich halte das jetzt auch irgendwie für ein Gerücht, dass das ein leidenschaftlicher Fan sein sollte. Nein. Also klar, ich gehe auch jetzt voll nach dem Motto, genauso wie ich das vorhin erwähnt bei der Sony-Seite auch gelesen habe, das müssen irgendwelche gekaufte Leute Ja, sein. weil das ist Unsinn, das ist nur Meinungsmache, weil das ist Quatsch. Du als Konsument hast im wahrsten Sinne des Wortes einen Konzern wieder niedergerungen, ja, so wie damals, ne, Gamescom, Grüße an RTL mit der Dusche. Da hat man auch gesehen, dass man einen riesengroßen Medienblock kaputt kriegt, wenn die Community einfach dazu hält. Und das hat man jetzt bei Microsoft auch geschafft. Das ist ja auch vollkommen, in die Richtung, die sie gehen, ist vollkommen. Und wenn wir jetzt weitermachen und sagen, hier, kann ja nicht sein, jetzt die Features habt ihr fertig und die wollt ihr uns nicht geben, warum? Ne? Wenn keiner das Ding vorbestellt, werden die alles Mögliche draufpacken. Also ich sag mal, böse gesprochen, das Ding liegt wie Blei in den Regalen, dann kannst du davon ausgehen, nach 1, 2 Monaten hast du irgendwelche Bundles und die sehen dann richtig gut aus. Also, wie schon, die wollen auf dem Mist nicht sitzen bleiben. So ist das nun auch nicht.
Nee, also ich finde es super, dass Microsoft, wie gesagt, diesen Schritt gewagt hat und hat gesagt, wer weiß, was die für Verträge vielleicht mit diesen ganzen Logs hatten oder Geschichten. Wahrscheinlich wissen das alles, wie wir ja wissen, für jeden Scheiß muss man immer einen Vertrag oder Lizenz haben. Dass sie jetzt drauf sagen, wisst ihr was, das ist uns jetzt alles egal, wir machen es einfach so, wie man sich das als Konsument auch vorstellt und fertig ist. Ne, ich meine, die sind ja eigentlich das Grundstück und die Games sind eigentlich nur die Bauteile des Hauses, und ohne das Grundstück gibt es kein Haus. Und wenn das Grundstück sich verändert, dann verändert sich das. Fertig, Punkt aus. Und ich finde das jetzt auch super, dass die dazu gesagt haben, wir machen's, Community war auch stark genug. Die haben ja seit Tag 1 nur rumgemeckert und das passt. Ich finde es super. Und so soll es auch weiter bleiben. Ich denke mal, die größte Macht, mittlerweile habe ich so kennengelernt, hier auf YouTube, ist nun mal die Community. Ja. Die hat einiges bewegt. Also, da kann jeder da draußen, der das hört, sich selber mal an die Schulter kloppen, der was getan hat. Ist egal, ob hier bei anderen YouTubern. Also auf jeden Fall, ich hab's mitgekriegt. Genau, Also ist und super. das ist auch gut so. Und das ist auch bei vielen anderen Punkten so. Das ist auch etwas, wo man immer so sieht, ich meine, ich kann, um jetzt mal einen Abschwenk zu machen, diese Politiker, es sind ja weniger Politikverdrossenheit ist ja mehr Politikerverdrossenheit, dass man sagt, egal welche Nase du da wählst, das ist der gleiche Senf. Und wenn du dir Parteiprogramme anguckst, da haben sie halt mal die Seiten vertauscht, aber es ist trotzdem der gleiche Inhalt. Das kann ich verstehen, aber genau das Gleiche ist das. Wenn, weil ACTA oder was wir da für Themen alles hatten, wenn da 10.000 Leute auf der Straße sind, da ist dann auch eine Kamera. Und das gibt es eine Menge Leute, die das nicht mögen. Und genauso setzt man es durch. Natürlich nur, wenn zwei Leute, ich sag mal böse gesprochen, in der Kneipe sagen, ey, wann ist Scheiße? Dann ändert sich gar nichts. Also das muss jedem klar sein. Das heißt, der stille Protest zu Hause bringt überhaupt nichts, sondern da muss man schon an die Öffentlichkeit geben. Und dafür sind ja YouTube und andere Plattformen neuerdings möglich, sagt man so. Ja, mittlerweile sieht man das häufiger, ne? Wenn ein, sagen wir mal, ein großer YouTuber da was sagt, kommt gerne Community mit, ne? Ja, Und zieht das durch. Also das ist finde auch ich richtig. super. Das Und ist so auch. kann man das jetzt auch natürlich mit Microsoft vergleichen. Und für mich persönlich, das ist auch ein interessanter Punkt. Microsoft hat alles geändert. Ich werde natürlich die One hier bei mir haben, natürlich so, wie ich es mir als Gamer auch vorstelle. Und ich frage mich, wie es dann natürlich auch weitergeht mit Sony. Denn ich finde das immer noch lustig wegen dem Preis. Weil, du weißt ja, ich bleib dabei. Ich denke immer noch, dass dieser Preis nicht seit Monaten so geplant war. Nein, nein. Also ich denke, da haben sie auch in Anführungszeichen was aus dem Sack geholt und deswegen kann ich mir schon vorstellen, es ist ja zum Beispiel auch sowas, wenn die ihre Preispolitik von Microsoft lassen wollen mit 499, machen aber nicht nur die Kinect drauf, sondern würden, ich sag's mal, was weiß ich, packen sie noch ein Killerinstinkt oder was weiß ich irgendwie noch oben drauf, was sie irgendwie haben, dass du ein vergleichbares Bundle hast. Dann machen die natürlich den besseren Schnitt, weil das, was die PS4 hat, ist wohl derzeit nur die Konsole, ne? Und ein Controller. Punkt. Das kann ein bisschen wenig sein, weil um das Ding auszunutzen, braucht man ja auch dementsprechend logischerweise ja auch Games. Deswegen, also wenn die das natürlich so machen, dann können die ihre Preispolitik lassen, aber an sich nur die Konsole und die Kinect 2.0, bin ich der Meinung, das reicht nicht, um die Ja, 100 klar. auszubügeln. Hey, ich sagte ja so mal auch schon aus Spaß, ich glaube mal, Sony hat nicht gerade so ein bisschen erwartet, dass Microsoft doch ihre Kampagne ein bisschen ändert. Also ich glaube nicht. Also es kann vielleicht sogar sein, wenn man jetzt mal rumspinnt Richtung Gamescom und wir spinnen mal rum, da kann es bei der Gamescom zum ersten Mal auch was Interessantes geben, was man nicht so erwartet. Ja. Also ich glaube, es war für Sony auch so eine kleine Nachricht, wo sie dachten, oh, die haben doch Eier in der Hose und ändern was. Genau, dann kommt dann auch irgendwie die One für 299. aber dann, dann sieht dann ein bisschen bitter aus. Genau, dann kriegst du noch die One mit der 9360 für 2,99 und drei Games. das ist jetzt aber ganz schön weit ausgeholt. Dann kannst du davon Ja. ausgehen, dann egal was für eine Presse die dann hatten, die haben dann gewonnen. Ja. Aber auf jeden Fall, ich sag mal so, klar, jetzt kann man sich natürlich sagen, wie ich in den Kommentaren auch gelesen habe, ja, nur weil die jetzt merken, die haben Scheiß gebaut, haben die es geändert, aber, also jetzt die Xbox One jetzt mit den Software geändert, aber
die sollen jetzt nicht denken, dass damit alles gegessen ist. Ja, kann man so sehen. Gebe ich auch dem Herren, der das Kommentar geschrieben hat, auch vielleicht auch recht. Aber meines Wissens, belehrt mich dann einer anderen, meines Wissens ist, glaube ich, Xbox oder Microsoft die erste Hersteller oder Konsolenhersteller, der sein Kampagnenart, Softwareart, Hardwareart, von mir aus, alles, was ihr wollt, so wie es jetzt ist, geändert hat, nur weil Leute geschrien haben. Ich erinnere gerne nochmal an die PS3, ne, mit ihrer wunderbaren Kabelfunktion wegen der Sache mit DVD, hm, ne? Oder ihre tollen Network-Art, was sie ja mal wieder toll haben, wie jetzt mit der Firmware. Mhm. Viele Leute, sogar bei den ersten Firmwares, die haben gemeckert und es kam eine Menge Shitstorm. Die haben es aber trotzdem alles gelassen. Also, ich habe bis jetzt von keiner anderen Konsole gehört, dass man noch so sagt, wisst ihr was, Leute, ihr habt recht, wir ändern es so, wie ihr es wollt. Bis jetzt war es immer so, so, es ist so, so bekommt ihr es. Mhm. Also auf der Art muss ich auch loben. Ne? Also ich glaube, es kam bis jetzt nicht vor. Ansonsten, ne, kann man gerne mich, ja, belehren. Genau, dafür sind die Kommentare ich da. Gerne. Vielleicht noch einen Rausschmeißer, damit wir es so ungefähr so bei einer halben Stunde auch bewenden lassen. Ja. Eben das, was ich meinte mit Nintendo. Nintendo hat, muss ich mal eben noch einbauen, jetzt gemerkt, dass die Wii U vielleicht kein Software hat. Und dass das nicht ganz so lief und dass die Marketingabteilung da auch versagt hat. Ja, das sagen wir jetzt schon seit ein paar Wochen. Da hätten sie uns einfach nur zuhören müssen. Das wissen wir selber. Wenn ihr eine Konsole habt, und da sind wir ja mal gespannt, ob wirklich die Ankündigungen auch so passen, wie die beiden Großen das vorhaben. Eine Regel, die früher mal war, wenn ich so an N64 denke, an N64 kam raus mit Mario 64. Das war nicht nur ein Blockbuster-Titel, das ist heute fast immer noch einer der besten Jump-and-Run-Titel aller Zeiten. Und da guckt ihr euch dann irgendwie das Line-Up vom 3DS an, von der Vita, von der Wii U. Das ist nix. Was brauche ich eine Konsole ohne Software? Das funktioniert nicht. Und das müssen sich irgendwann mal die Leute lernen. Es geht nicht darum, dass man irgendeine Hardware-Schlacht gewinnt. Die Hardware-Schlacht ist sicherlich interessant, aber ihr braucht nur eine Konsole für die Software. Ja, da gebe ich dir recht. Also mit der N64, mit Mario N64, das kann ich dir sagen, als ich das in der Hand hatte, hör mal, das war eine Konsole in dem Moment, die mich stundenlang gefesselt hat mit einem so einem genialen Game. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, dass ich das so genial mal wieder hatte. Ja, also gut, Mario Galaxy kann ich nur empfehlen, beide Teile. Das war auch noch ein super, super Erlebnis. Aber zum Beispiel das habt ihr für die Wii und die Wii U in dieser Form, oder in dem Fall hauptsächlich für die Wii U, eigentlich nicht. Ja, stimmt. Das stimmt. Also das ist... Da muss aber sich auch einiges tun. Also, wie gesagt, ich bin zwar Xbox-Fan, aber ich bin auch Sony-Fan, also als Consolero und natürlich auch Wii U, und da muss sich noch vieles ändern. Ja. Und da muss also die müssen mich überzeugen, also, sagen wir mal so, die haben mich überzeugt, dass ich eine Wii U kaufen möchte. Aber es fehlt mir noch die passende Software, die mich mehr als nur eine Stunde dran hängen lässt. Genau. Und auch da muss man ganz ehrlich sagen, das ist schön, dass irgendwann mal ein eigenes ständiges Zelda kommt. Es ist schön, dass ein Smash Brothers kommt. Es ist schön, dass alles kommt. Aber alles, wenn du da siehst, nur 2014, dann hab ich die Angst. Und da können wir mit Sicherheit auch noch mal irgendwann auch noch was machen. Wir haben ja auch mal vor, einen Podcast komplett über Nintendo zu machen, weil da kriegen wahrscheinlich eine Menge Fanboys auch totale Hitzepickel, auch wie die Nintendo-Hater, die kriegen dann wahrscheinlich auch Hitzepickel. Ich glaube, dann hauen wir auf beide Gruppen rum. Die müssen was tun, weil, wie schon gesagt, das Jahr ist noch nicht um. Ja, nee. Und es geht, auch das weiß man ja dann auch in der Unterhaltungselektronik, um den Kampf beim Weihnachtstisch, beim Weihnachtsgabentisch. Und ja, und die beiden einen machen alles und Nintendo bringt dann vielleicht raus Wii Fit U. Ja. Das sieht ein bisschen still dann aus. Ja, definitiv. Also, das langweilt mich jetzt schon. Ja, ganz böse gesprochen. Also, ich meine, es ist ein schöner Titel. Also, ja, ich kann nur empfehlen, also wer diese Fitnessabteilung hat, also Wii Fit, super gut gemacht, mit dem Balance Board, zum Beispiel das Balance Board, was sie da haben, dass das mit Druck reagiert und Gewicht auch lesen kann und so, das ist super. Aber gibt's einen zweiten Titel dafür? Ich glaube, es gab irgendwo noch, irgendwo, wo sie es mit unterstützt haben, für irgendein Game, glaube ich. Aber sonst, ohne Witz, was braucht ihr für ein
ich sag mal, einen Plastikquatsch, den ihr nicht benutzen könnt. Ich weiß nicht, ob noch die Leute diese ganzen Rockband- und Guitar Hero-Geschichten kennen. Ich habe auch für DJ Hero noch ein Turntable hier stehen. Es gab aber nur zwei Games dafür. Ja, das großartig. Ist ein bisschen bitter. Also, das ist total bitter. Also, klar, wie du gesagt hast, die neuen Titel sind super, alles 2014. Mhm. Ich bin auch heiß drauf, ja, aber die sollen mich bitte jetzt überzeugen, dass ich irgendeinen Titel rausschmeißen, wo ich sage, alles klar, das kann mich bis 2014 so richtig heiß machen und dann geht's dann richtig los. Ich will jetzt nicht, weißt du, dieses 2014 zu warten, es ist schon scheiße. Ja, und mal ganz ehrlich, ich meine, ich will ja jetzt was haben und nicht bis 2014 warten. Ich meine, welchen Monat haben wir denn? Gerade meinen 6. Also, ein bisschen noch lange her. Genau, dann haben wir jetzt so die halbe Stunde. Ich fasse mal einfach ein bisschen zusammen. Du wirst ja gleich nochmal auch so, ich lasse dir gleich das Abschlusswort als der wahre Microsoft-Mann. also ich sag's mal so von meiner Seite, ich finde, auch das ist so eine Frage, die ich auch mal so kriege, so zockst du denn aktuelle Sachen? Ja, sicher. Mann, logisch. Entweder man ist Gamer oder man ist nicht Gamer. Das hat nicht unbedingt mit dem zu tun, welches Genre man macht oder dass man irgendeine Generation ausgestiegen ist. Ich habe Generation 7 hier sozusagen fast komplett rumstehen. Ich habe also wirklich die Blockbuster-Konsolen, die man haben muss, die stehen hier. Ich habe von Generation 8 eben wie schon auch die Wii U, ich habe den 3DS, ich habe die Vita, ich glaube, die gehört auch schon dazu. Aber wenn man sich das anguckt, da ist einfach wenig Software und natürlich, die Kisten, die da kommen, die PS4 und auch die One, wird mit Sicherheit technisch nichts Verkehrtes sein. Aber wenn ihr zum Beispiel, ihr habt für die One nur ein Forza, für die PS4 nur ein Gran Turismo, ihr merkt, worauf ich hinaus will, das ist dann auch nicht so der spannende Abend. Also deswegen, wann dann immer auch zum Beispiel so ein Metal Gear 5 rauskommt, Metal Gear Solid 5, das ist dann mal so was Interessantes, wo man sagen kann, ja, das wäre schon beispielsweise wieder ein Game, was faszinierend ist. Ich sag mal so, Last of Us, das ist schon klar, dass es jetzt noch in der Generation rausgebracht haben, aber vielleicht wäre das in noch mehr größerem Hochglanz ein idealer Launch-Titel für eine PS4 gewesen. Aber gut, die lassen sich da selber mit Sicherheit irgendwas einfallen. Ja, klar, ich meine, ich krieg ja auch, nicht nur du kriegst so manche Anfragen, ich krieg ja auch so Anfragen, immer zockst du auch auf der PS3. Ja, wer meine Let's Plays sieht, weiß es natürlich, aber nur, ich sag nicht umsonst, Consolero. Das heißt, ich wundere mich, dass du überhaupt mehr als ein Game Let's Playst. Ja, ich weiß, worauf du wieder hinaus willst. Ja. Gut, du hast ja dafür noch einen aktiven Kanal, also so gesehen. Ja, natürlich. Ja. Ich sehe es jetzt schon, das werde ich nie wieder los. Ich sehe es. Aber wie gesagt, das war mein bester Kommentar, also von jetzt netter Seite gesprochen, immer zockst du auch auf der PS3. Ja, ich bin Consolero und guck meine Let's Plays ab und zu oder überfliegst du, aber dann siehst du auf jeden Fall ein paar Titel, die auf der PS3 sind. Ja, also wenigstens, ich glaube, kein Exklusivtitel, aber wenigstens sieht man das. Ja, also, ja, als Consolero muss man das. So, genau. Fertig. Ja, dann bedanke ich mich, dass du dabei warst. Ja, immer gern. Genau, dann werden wir aber sicher noch mehr andere Schweinereien machen. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt, zugesehen habt und was weiß ich, diesen Podcast getanzt habt, was auch immer. Wenn ihr wollt, ne, beide Kanäle sind verlinkt. Abonnieren, kommentieren, bewerten, ihr kennt den Drill. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ja, ciao.